Wir alle wollen, dass es unseren Schnüffelschnuten rundum gut geht und sie glücklich sind. Aber Hunde sind wahre Meister darin, Schmerzen zu verbergen. Welche weniger offensichtlichen Anzeichen es also geben kann, dass es deinem Hund schlecht geht, er krank ist oder Schmerzen hat, das erfährst du in diesem Video. Erstens, dein Hund trinkt sehr viel. Ein Anzeichen, das auf eine Erkrankung hindeuten kann, aber nicht so offensichtlich ist, ist, dass der Hund übermäßig viel trinkt. Eine Krankheit, bei der Hunde viel mehr trinken als üblich, ist zum Beispiel Diabetes, also eine Stoffwechselkrankheit, bei der Insulin fehlt. Das ist ein Hormon, welches den Blutzuckerspiegel senken kann. Zusätzliche Anzeichen, dass dein Hund an Diabetes erkrankt sein könnte, sind ein erhöhter Appetit bei gleichzeitigem Gleichgewichtsverlust und sehr häufiges Urinieren. Ein weiteres Organ, auf dessen eingeschränkte Funktion übermäßiges Trinken hindeuten kann, sind die Nieren. In diesem Fall ist die Funktion der Nieren stark eingeschränkt. Sie können die Giftstoffe nicht mehr richtig abtransportieren und die Trinkmenge erhöht sich massiv. Wenn du also bemerkst, dass dein Hund plötzlich mehr trinkt und es nicht an den Temperaturen oder anstrengenden Aktivitäten liegt, solltest du deinen Tierarzt kontaktieren. Je früher diese Erkrankungen erkannt werden, desto besser können sie auch behandelt werden. Zweitens, dein Hund ist sehr unruhig. Auch wenn der Hund sehr unruhig ist, kann er mit Schmerzen zu kämpfen haben. Geht dein Hund unruhig hin und her und scheint einfach keine Ruhe zu finden, fühlt er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit unwohl. Findet der Vierbeiner einfach keine angenehme Liegeposition oder reagiert bei Berührungen angespannt, können sich vielerlei Krankheiten dahinter verbergen. Angefangen bei Gelenkschmerzen, über Bauchschmerzen bis hin zu Allergien oder einem verschluckten Fremdkörper. In diesem Fall solltest du zur Sicherheit zum Tierarzt deines Vertrauens fahren, um deinen Liebling durchchecken zu lassen. Drittens, dein Hund hat keinen Appetit. Besonders wenn ein Hund sonst gerne frisst, aber dann plötzlich seine Nahrung verweigert, kann es sich um ein Alarmzeichen handeln. Vielleicht hat er Bauchschmerzen oder hat sich einen Infekt eingefangen. Plötzliches und hohes Fieber kann dafür sorgen, dass der Hund die Nahrungsaufnahme einstellt. Lass ihn also besser bei deinem Tierarzt untersuchen, sollte er dieses Verhalten plötzlich zeigen. Viertens, der Hund frisst alles. Es kommt vor, dass Hunde plötzlich alles in sich reinfressen, unabhängig davon, was es ist. Frisst dein Hund also plötzlich exzessiv Objekte oder auch Katzenkot, ist es höchste Zeit, einen Tierarzt aufzusuchen. Hinter diesem Verhalten können sich Probleme mit dem Verdauungstrakt, Nährstoffmangel oder andere ähnliche Dinge verbergen. Fünftens, dein Hund kratzt sich ständig. Wenn dein Hund sich plötzlich stark zu kratzen beginnt, kann eine Erkrankung dahinter stecken. Hier kann es sich unter anderem um eine Allergie oder auch um Parasiten wie zum Beispiel Flöhe handeln. Auch Ohrenschmerzen sind möglich, wenn zum Beispiel noch Kopfschütteln hinzukommt. Klarheit darüber kann auch hier nur ein Tierarztbesuch bringen. Sechstens, der Hund hechelt stark. Es ist nicht besonders warm und dein Hund hat auch nicht ausgiebig getobt, aber er hechelt trotzdem stark? In diesem Fall kann Stress dahinter stecken. Starker und lang anhaltender Stress bei Hunden kann auch zu psychosomatischen Beschwerden wie Problemen im Magen-Darm-Bereich oder Allergien führen. Auch Angst vor Gewittern oder Silvester kann zu starkem Stress führen und ursächlich für das übertriebene Hecheln sein. In diesem Fall solltest du die Stressoren identifizieren und behandeln. Der Hund sollte genug Ruhe bekommen und weder über- noch unterfordert werden. Finde einen Tagesablauf, der für den Hund möglichst stressfrei und vorhersehbar ist. Im Fall von Stress bei lauten Geräuschen solltest du eine Desensibilisierung machen und dir eventuell Hilfe bei einem guten Hundetrainer suchen. Jetzt kennst du die weniger offensichtlichen Anzeichen, dass dein Hund Hilfe braucht. Halte also immer Augen und Ohren offen, um deinem Hund im Fall der Fälle schnellstmöglich helfen zu können. Du möchtest mehr darüber wissen, bei welchen Anzeichen du einen Tierarzt aufsuchen solltest? Dann klick auf das linke Bild, um dir unser Video zu diesem Thema anzusehen. Welche 11 extrem gefährlichen Lebensmittel du deinem Hund auf gar keinen Fall geben solltest, erfährst du mit einem Klick auf das rechte Bild.